Wort hat der Kollege Mick für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Pathos ist eigentlich nicht mein Stil, aber der Anlass zu unserer heutigen Aktuellen Stunde ist wahrlich ein Grund zum Feiern, meine Damen und Herren. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht auch andere Fraktionen applaudieren, aber okay. Ab dem kommenden Schuljahr wird an 27 Grundschulen in Hessen bekenntnisorientierter islamischer Religionsunterricht angeboten werden. Ein langer und schwieriger Prozess wird damit zu einem guten Ende geführt. Das ist ein großer Erfolg dieser Landesregierung und insbesondere des Integrationsministers Hahn und den Kultusministerinnen Dorothea Hensler und Nicola Beer. Ich möchte noch einmal daran erinnern. In Hessen führen bereits 12 Religionsgemeinschaften bekenntnisorientierten Religionsunterricht an den Schulen durch. Neben den naheliegenden, wie den beiden großen christlichen Kirchen und natürlich den jüdischen Gemeinden, sind das auch viele kleinere Gemeinden, auf die man gar nicht so ohne weiteres kommt, wie zum Beispiel die Mennoniten oder Unitarier. Und gerade eine große Religionsgemeinschaft wie der Islam war bislang nicht vertreten an hessischen Schulen, und das wird jetzt geändert. Ich möchte klarstellen, dass dieser Religionsunterricht nicht zuerst ein integrationspolitisches Projekt ist, sondern zuallererst ist es natürlich erstmal ein Recht einer Religionsgemeinschaft, an den Schulen bekenntnisorientierten Religionsunterricht anzubieten, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Das ist auch eine Frage der Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaften und ganz einfach eine Frage der Normalität. Und das ist auch der Grund, warum wir uns immer wieder gegen halbgare Notlösungen entschieden haben, wie sie etwa in Niedersachsen oder in NRW eingeführt wurden, wo zum Beispiel ein staatlicher Beirat die Religionsgemeinschaften quasi imitiert. Auch eine Lösung über Islamkunde haben wir immer abgelehnt. Diese Lösungen sind nicht verfassungsgemäß und sie sind auch sachlich nicht sinnvoll. Wenn wir etwa das wichtige Thema des interreligiösen Dialogs uns vor Augen führen, dann ist doch klar, dass dieser interreligiöse Dialog nur auf Augenhöhe funktionieren kann. Das heißt, wenn für alle Religionsgemeinschaften die gleichen Rechte gelten. Aber natürlich hat der Religionsunterricht auch einen integrationspolitischen Aspekt. Er ist Teil gelebter Willkommenskultur in Hessen. Den Schülern wird deutlich, dass ihre Religion genauso dazugehört wie alle anderen Religionen, wodurch sie sich willkommen fühlen und auch eine positive Identifikation mit unserem Land geschaffen wird. Auf der anderen Seite, das muss man in diesem Zusammenhang natürlich auch erwähnen, hat ein solcher Religionsunterricht natürlich auch einen präventiven Charakter. Er ermöglicht, dass die Schüler sich ihr Wissen über ihre Religion an unseren Schulen aneignen und eben nicht darauf angewiesen sind, sich dieses Wissen von anderen Kräften zu holen, zum Beispiel den hochproblematischen Salafisten. Ich denke aber, dass darüber hinaus noch ein ganz anderer, vielleicht sogar der wichtigste Faktor eintreten wird. Der Islam, der in der medialen Debatte immer sehr aufgeregt diskutiert wird, wird Teil des Alltages an unseren Schulen. Bald wird es so sein, dass ein Teil der Schüler eben in katholisch Rallye oder evangelisch Rallye geht und ein anderer Teil eben in Islam Rallye. Damit wird ein Stück der gesellschaftlichen Vielfalt, auch Normalität an unseren Schulen. Dadurch werden Berührungsängste abgebaut und es werden Möglichkeiten zum Dialog geschaffen. Und das ist die beste Voraussetzung für eine wirksame Integrationspolitik, meine Damen und Herren. Aber nachdem wir die große politische Arbeit geleistet haben, geht es jetzt an die Bewältigung des Alltagsgeschäfts, an die Fragen, die im Alltag der Schulen eine Rolle spielen. Ich möchte da erwähnen natürlich die weitere Ausbildung von Lehrkräften oder auch die Entwicklung und Fortentwicklung des Curriculums, insbesondere für die weiterführenden Schulen. Aber das sind alles Dinge, die jetzt sozusagen den Alltag beschäftigen. Wichtig war, dass wir auf der politischen Ebene die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, und das ist jetzt geschaffen, und deswegen können wir darauf alle stolz sein. Ich danke nicht nur der Landesregierung, unseren Ministerinnen und Ministern, sondern auch vor allem allen Mitarbeitern, die in anstrengender Kleinarbeit diese Herkulesaufgabe möglich gemacht haben. Auch danke ich allen Mitarbeitern und allen Vertretern, die am runden Tisch mitgewirkt haben, insbesondere auch den Vertreterinnen und Vertretern der Religionsgemeinschaften, die sich mit uns gemeinsam auf diesen schwierigen Weg gemacht haben. Meine Damen und Herren, der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht
ist ein integrationspolitischer Meilenstein, mit dem Hessen erneut bundesweit Vorreiter ist. Das ist für uns als Koalition ein Grund, stolz zu sein, und ich denke, für das gesamte Haus ein Grund zum Feiern. Vielen Dank.